Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zur 8. Folge der Achte, technischen Säure. nicht schon mehr. Neunte. Nee. Nee. Ich habe keine Ahnung mehr, ich blick nicht mehr durch. Ich habe einen Name Tag aus meinem Fischer bekommen, tatsächlich. Wenn ihr dabei seid und mich hier verfolgt, dann werdet ihr jetzt merken, dass ich gerade ganz woanders stehe. Das heißt, ja, Ich habe fünf Minuten. wie letztes Mal haben wir wieder Offline-Zeit. Nicht viel der Woche, aber ein bisschen. Wir waren bei der Baumfarm, ne? Was hat da Ja. gefehlt? Energie. Und dafür brauchten wir Conduit-Beine. Also ich brauche zwei Sand, Gravel und Clay. Also der Sand wird, glaube ich, hier am schwierigsten zu finden. So, mein Plan in der Offline-Zeit war, die Turtle anzuschmeißen, dass die mal so Aber ich lange habe noch hier Sand. läuft. Aber so wie es aussieht, hat die nichts gemacht, während ich weg war. Das ist ein bisschen traurig. Ja, weil du ja den Chunk laden musst. Hab ich. Nichts Da hinten passiert. bist du. Da bist Aber du. egal. Ich bin bei deinem Zuhause und klau mir Clay, ne? Ach, geht ja nicht. Nee, geht nicht. Ich brauch den Klee auch selber. Den Wo hast du Klee. den gefunden? Hinten am Fluss. Warum habe ich ein Standbild? Also, ich habe ganz viele Pläne. Ich habe ein Standbild. Ah, jetzt geht's. Ich habe gestern nämlich ein bisschen überlegt, was kannst du jetzt machen? Du kannst jetzt erstmal schlafen gehen. Kann ich das? Dann mache ich das mal. Also, mein Plan war, dass ich jetzt erstmal Die You Baumfarm know. fertig war. Nee. Die ist schon fertig. Mein Plan war jetzt erstmal, dass ich Kabel dafür mache, dass ich das verbinden kann. Ja, ich auch. Und dafür muss ich Dings suchen. Also, wir brauchen einmal. Ich glaube, wir brauchten eine Enderperle sogar dafür. Nee, nee. Das Doch. brauchen wir für die Ja, die müssen wir ja Item auch Conduit. machen. Ja, das heißt, wenn es Nacht wird. Müssen wir in die Es war Wüste gerade gehen. Nacht. Ja, War gerade egal. Nacht. Egal, wir müssen ja eh noch Das. anderes sammeln. Ja, das heißt, wir sammeln jetzt Oh, das erstmal war genug Sand. Items für die Energy Conduits. Da brauchen wir nämlich keine Enderperlen für. Ah. Ich habe die erste Blume von Botania abgebaut. Den Mod will ich auch noch machen. Wir haben nämlich extra hinzugefügt. Vibrant Alloy, wie funktioniert der? Alter. Das hört sich ein bisschen teuer an. Was? Keine Vibrant Ahnung. Alloy. Ist doch gar nicht so teuer gewesen, meine ich. Also, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Vibrant Alloy oder wie das hieß. Ich habe jetzt Clay gefarmt, gehe nach Hause und mache mir dann Vibrant Alloy. Alloys only, das machen wir so und so. Genau. Ja, es ist wieder unser Standardproblem, Strom. Und essen. Und Essen, ich habe schon die ganze Zeit null Hungerbalken, ist mir eigentlich gerade Also ich habe ja den scheißegal. Fischer, der macht ja jetzt ein bisschen wenigstens, das ist ja angenehm. Und ich Da habe muss ich mich Erdbeeren auch noch gefunden. dran setzen. Ich würde es machen, mach's jetzt irgendwie, wenn du eine halbwegs effizientes wo bin ich? Ach so, Ich das kümmere war mich mein jetzt Haus, erstmal um die Baumfarm und um mein Stromproblem. Diese Wand war mein Haus. Das ist So, jetzt mein großer Plan. zum Fischer wollte ich gehen. Diesen Tunnel müssen wir auch noch mal leer farmen. Das ist nämlich hier, glaube ich, ganz schön viel, was der da freigelegt hat, einfach nur. Der Turtle. Der Turtle. Wie heißt deine Turtle denn? Keine Ahnung. Sammel, sammel, sammel. Nee, du kannst Ich da habe mir ja einen jetzt Namen keinen Namen geben. eingefallen. Ja. Meiner heißt Sammel, 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 weil mir kein Name eingefallen ist. Ihr könnt ja mal einen Namen in die Kommentare schreiben. So, hier ist Kohle. Kohle, 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 Fuck. Kohle. Das da, das da, das da. 16 Stück gibt's da. Oh.
Diamanten. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. Alter. Oh, da geht's weiter. 7, 8, 9, 10. Alter, 10 Dias an einem Vorkommen. Das ist fett. Das ist mega fett. Pulsation Iron brauchen wir. Das heißt, wir brauchen eine Enderperle jeweils. Wie viel? Eine Enderperle brauchen wir. Für? Für die, ich grad, für die, Conduits. Die alte Conduits brauchen wir nur eine Enderperle. Ja. Ja, wir brauchen ja mehrere dafür. Nein. Da kommen ja dann nur eine Enderperle reicht. Pass auf, wir müssen eine Enderperle mit einem Eisen zusammen machen, dann kriegen wir so Conductive Iron. Daraus machen wir die Nuggets. Und aus den Nuggets, mit drei Nuggets, können wir 8 Item-Conduits machen. Das heißt, wir können insgesamt 24 Conduits mit einer Enderperle herstellen. Das würde vielleicht reichen, ja. Das wird safe reichen. Wir brauchen, glaube ich, nur 5 Stück oder so. Alter, ich habe schon 23 Dias. Wie viel, was kostet denn hier so ein Basic Item Filter an Hopper und Papier? Weil der wäre halt noch sinnvoll, ne? So ein Item Filter. Nee, wieso? Weil wir mit dem hier einstellen können, dass der aus der Kiste, wo dann alles reingeht, die, wie heißt's, die Saplings rausnimmt und dann automatisch. Ich wollte das mit Barrels machen. Achso, ja. Dass ich eine Barrel habe, wo dann das reingeht und dann verbrennt er das automatisch wieder oder setzt es hin oder was auch immer. Das wollte ich nicht machen, war mir zu blöd. Oder das mir jetzt, ich mach's leichter, wenn dann, aber ich glaube, ich mach das noch gar nicht. Diesen Itemfilter, auch wenn er halt nur Eisen kostet, zu bauen. Vielleicht doch. Mal sehen. Das mag jetzt alles hier von Kev geklaut sein, weil der das auch so macht zurzeit, aber ich hatte auch noch einen anderen Plan. Da wollte ich mit Lava Strom herstellen. Das kommt jetzt zwar noch nicht heute, aber irgendwann. Das hast halt echt von MC Expert geklaut, ne? Was? Das mit der Lava. Echt? Nein. Ja, toll, den gucke ich nicht. Nein. Also, wenn du das so machst, wie du es mir gestern versucht hast zu erklären, dann macht das sowieso niemand so. Ja klar macht das niemand so, aber es ist eine Herausforderung. Ja, wir müssen warten, bis es Nacht wird gleich dann. Ich brauch 3 Conductive Iron, Alter, für einen von den Dingern. Das habe ich, gleich habe ich 2. Für acht, Conduits halt. Conduit Binder habe ich noch. Ja, habe ich mir auch reichlich hergestellt. Nee, ich hab nur. Ach, scheiße, ich hab 8 Dinger von denen. 8? Ich hab ein Stack. Ich hab kein Clay. Nee, kein Gravel mehr gehabt. Ach so. Den kannst du aber in der Stack mit meiner herstellen. Die hab ich ja nicht. Ja, oder in deinem Pulverizer. Ist dasselbe. Ach, stimmt. Ja, toll. Bevor ich keinen Strom hab, ist das sowieso krass. Ja, da würde ich echt lieber farmen gehen, wahrscheinlich dann. Ja. Deswegen ist mir das hier gerade sehr wichtig. Ich möchte erstmal über die Baumfarm ein bisschen Strom herstellen. Und dann später mal schauen über Lava. Ist nicht so effizient, aber es wäre witzig. Also ich glaube, ich werde irgendwie. Weil du ja gestern meintest, naja, das ist langweilig, einen Reaktor zu machen. Wo du auch in gewisser Weise recht hast. Ich glaube, ich werde einen Reaktor machen, werde dann mit dem halt irgendwie eine Quarry anpowern. Weil ja, es halt einfach. Query ist es schon witzig. Weil es halt einfach das Beste an schneller Energie ist und ich glaube dann für andere Sachen werde ich irgendwie diese dummen Solarpanels bauen, so extremst groß oder so ein riesiges Feld mal machen. Und vielleicht halt noch irgendwas, dass sich das so krass speichert, dass man halt für die Nacht was noch hat. So, das eine wollte ich da reintun. So, dann habe ich jetzt ein Stromkabel, nice. 8 Energy Conduits habe ich. Ich auch. Ja, ich brate jetzt einmal die Dinger hier noch durch. 7 Stück sind es noch.
7 Stück. Moment. Das heißt, wir haben noch 8. Das ist aber ein bisschen scheiße. Haben wir noch irgendwo ein Eisen? Dann hätten wir wenigstens 9 Dinger, dann geht das auf. Ach, das ist jetzt eigentlich scheißegal. Warte. Nö, eigentlich braucht man das gar nicht. So. Eine Schaufel, hier ist eine Schaufel. Vielleicht merkt ihr es, ich kann schon ein bisschen besser meinen Maul wieder bewegen. Ich mache Fortschritte. Aber du hast trotzdem ungefähr so lange wie ein Fußballspiel mit Verlängerung gebraucht, um zu essen. Ja, das ist jetzt noch eine andere Sache. Da wir brauchen noch eine White Pipe, ne? Was für eine Pipe? Oder halt irgendwie Fluid-Dings in der Drum oder so ein Kram. Weil der Harvester kriegt, wie heißt es, Sludge oder irgendwie so ein Zeug drauf. Und das muss man irgendwie wegkriegen. Jetzt noch eine Drum nebendran, passt schon. Ja, aber dann haben wir ja das Zeug und das geht dann ja auch nicht weg. Also wenn dann gleich eine Void Pipe, oder? Machen wir beide eine und dann kriegt man ja mehrere raus und dann... Was kostet denn eine Void Pipe? Kann man das Zeug irgendwas machen? Du kannst nachher mit einem Gerät daraus Items herstellen. Hast du ein Inksack? Nee. Was wollte ich denn gerade? Erde brauche ich. Ich stelle mal eine Void Pipe her, ne? Ich glaube, ich sollte mal meinen Harvester mal anschließen, weil der gerade mal endlich den Scheiß abfahren soll. Ich komme hier nämlich nirgends ran. So. Ich werde das alles noch umbauen, das ist klar, das ist hier ein bisschen scheiße gerade. So, die stellen wir mal ein. Insert. Oh, jetzt ist Nacht, nicht schlafen gehen, wir brauchen die. Ja, die Strompipes brauchen wir eigentlich nicht einstellen. Nö, muss man noch nicht. Mein Problem ist eben gerade. Ich brauche einen. Es wird angeschrieben. Scheiße, reichen Dreadnought Cable? Die reichen nicht. Ich habe hier ein kleines Problem. Ein Kabel fehlt. Eins. Mann. Oh. Hast du kein, Tinten, Inksack? Wir brauchen einen. Wo sind denn jetzt Conductive Iron? Haben wir noch 3 Stück. Ich versuche jetzt nochmal hier den Scheiß herzustellen. Meine Fresse. Da muss ich einfach den Binder Composite nochmal brennen, nicht wahr? So, hier. Mein Alloy Smelter arbeitet noch, dann machen wir das einfach mit dem normalen. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht links farmen, sondern sammeln erstmal Enderman, wenn welche spawnen. Ist wichtiger als jetzt. Ne? Wir haben so harte Stromprobleme, das ist nicht mehr normal. Ja, aber ist doch normal am Anfang, dass man Stromprobleme hat. Aber nicht so. Und Essensprobleme hat man schon gar nicht so heftig. Bei mir geht's ja jetzt momentan. Dann kann ich die Rednet Cable wieder abbauen. Das ist einfach gar nichts, das ist meine Lösung. Ja, viel Spaß so. Beim Enderman Farm jetzt. Die Dinger sind angeschlossen. Oder auch nicht. Ich wette, wir finden die ganze Nacht keinen Enderman. Achso, klar sind die angeschlossen, wir haben noch keinen Strom. Kann man nicht irgendwie mit Öl heizen? Man kann jeden Scheiß in den Ding reintun. Reicht das erstmal, wenn wir da eine Kiste hinstellen? Ich hoffe es. Wo? Hier ist ein Rednet-Kabel, ne? Beim Harvester. Siehst du irgendwo einen Enderman? Mm-mm. Ich sollte mir vielleicht mal ein anderes Schwert craften. Bau mal mehr Holz ab, Harvester. Ich brauch noch ein Stück vom... Das ist übel dumm, weil hier gerade extrem viele Monster rumhängen bei mir.
Und diese Spinne lässt sich nicht hitten, weil die irgendwie... Oh fuck, ich sterb fast. Ich renne einfach mal zu dir. Oh mein Gott. Ich sterb hier auch gerade. Ja, aber das ist leichter, wenn du als erstes stirbst. Ich glaube nicht, dass das so eine schlaue Idee ist, Enderman zu sammeln, ne? Wieso? Ja, weil hier keiner ist. Weil wir noch zwei Herzen haben. Also ich habe noch zwei Herzen. Also ich habe fünf. Warte, lass mich mal kurz von dem killen. Alter, geh mal weg. Geh zu der Spinne. Das sah aus. Ja, danke. Nice, ich krieg deine XP. So, wir können wieder sprinten. Vor allem, wenn hier irgendwo ein Enderman sein sollte, der killt mich locker. Ich sterb jetzt. Fuck! Der killt mich sowas von, Alter. Ja, soll ich pennen gehen? Nee. Boah, Enderperlen, Mann. Hilfe! Ich lass mich jetzt einfach umbringen von dem Skelett. Nein, da kommt ein Creeper! Fuck! Spreng bitte nicht meine Sachen weg. Ich bin nicht meine Sachen weg. Ich geh jetzt bei dir pennen, Alter. Obwohl hier sind Spinnen. Scheiße. Wo bist du? Hau einfach ab von meiner Base, Bill. Da ist ein Enderman. Wo? Hier bei mir, aber ich habe keine Sachen, um ihn zu killen. Ich komme. Hier hinten sind noch mehr Enderman, aber ich komme halt nicht an meine Sachen ran, weil da ein Creeper ist. Ich habe noch 5 Hungerkeulen und gerade einen Hungereffekt. 4,5, 4 Hungerkeulen. Ich sehe meine Baumfarm. Toll, an meiner Base ist ein Creeper. Und jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Ich habe so das Gefühl, die Spinnen sind schneller als ich. Oh, da ist der Enderman. Ich stehe gerade in der Base drin. Nicht in der Base, im Spawn drin, weil das ein bisschen dumm ist. Das ist ein Blaze. Diese weißen Blazes. Ja. Ja, ich lass mich nochmal kurz killen. Leute, hier ist ein Skelett, was rennen kann. Und einen schlägt. Und das ist übel stark. Weil es jeden Hit trifft, Alter, als hätte es Hex. Ich kann nicht mehr rennen, toll. Alter! Kann mein Kack nicht abbauen hier. Ah, oh, Mann! Ja, ich sterb normal, Alter. Ja, ich kann jetzt nicht schlafen gehen, weil die überall Zombies sind. Ich kann schlafen gehen. Bitte, bitte, bitte. Ja! Burn, baby, burn. Das ist der Enderman. Der Grabstein hat mir in Erde geschenkt. Alter, ich verbrenne hier. Da war ein Enderman. Mann, ich werde von allem angehittet. Du Hurensohn, du stehst nicht unter einem Baum, weil du dann überlebst, Alter. Ja. Toll, ein Skelett, was man nicht angreifen kann. Ich habe es gekillt. Das ist ein Enderman. Ja, der portet sich zu mir und wieder weg. Und was geht mit dem, Alter? Hä, was ist mit den Endermännern hier los? Ich weiß es nicht. Die porten sich ja nonstop. Ach ja, weil Tag ist. Alter, war es so knapp vor der Nase. Ich baue mir jetzt einen Bogen. Hä, hey, ich habe doch voll viele Spinnen gekillt. Jo, wahrscheinlich, Alter, dieses Kackskelett. Es steht unter einem Baum, aber lässt sich nicht hitten. Ja, Leute, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Ja, du Hurensohn, verbrennen. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ja, wir müssen auf jeden Fall was gegen unser Essensproblem tun. Und Stromproblem. Und Stromproblem. Und Enderperlenproblem und alle anderen Probleme auch. Genau.
Unsere Baumfarm ist jetzt mal mit Strom versorgt. Jetzt folgt mal als nächstes die Itemversorgung. Genau. Genau. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.